Miau. Viel Spaß. Swoosh. Oh, la, to the menu, long ball. Oh, la ball. NVIDIA, the way it's meant to be played. Lauter andere illustre Firmen. Warner Brothers Games. Monolith. Mittelerde. Mordors Schatten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Sensalon. Ich habe mir Mordors Schatten besorgt, wie ich versprochen hatte. Und freue mich schon tierisch auf dieses Spiel, da ich ja doch ein kleiner Herr der Ringe-Fan bin. Und das ja ganz anders zu spielen ist, hoffe ich nach wie vor, wie die ganzen Strategie-Games, MMOs, die es nicht so gab von Herr der Ringe. Und wollen wir einfach keine Zeit mehr vergeuden zum Quatschen, das wollte ich sagen. Und starten wir einfach mal locker durch. Story-Modus. Also nebenbei, ich habe keine Ahnung vom Spiel, ich habe ein bisschen was durchgelesen, einen Trailer gesehen, habe mich schon geflasht, wollte mir nicht die Freude am Rest nehmen lassen, also gehe ich da relativ unverblümt an die ganze Sache. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen haben. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? Ja, da sind wir auch schon gefordert. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Au. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Haye. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Jetzt gibt's Prügel. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Halte RT gedrückt und tippe X, um eine Bodenhinrichtung auszuführen. Verzeihung.
auf. Halte A gedrückt, um zu sprinten. Halte RB gedrückt, wenn du sprintest, um Uruks in der Nähe anzugreifen. Halte RT gedrückt und tippe X, um niedergeschlagene Feinde zu töten. Oh. Au. Arschgesicht. So. So. Wo sind die Nächsten? Greifen und werfen mit RB. Na, eigentlich wollte ich ihn ja genau das wollte. Und jetzt gibt's Blutwurst. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Tragisch, tragisch. Was ist wohl passiert? Halte RT gedrückt, um zu schleichen. Drück dann X, um deine Frau zu küssen. Oh, was für ein gefährlicher Angriff. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Ja, dasselbe mit X zum Töten. Lass uns gehen! Ja, ja, ja. Toter Tag. Ihr habt nicht gefaulenzt. Wir müssen zurück in die Schlacht. So. Der weiß auch nicht, wie ihm geschieht, sobald ich erstmal hier bin. Und steck dein Schwert weg, Waldläufer. Die schwarze Hand will ihn beenden.
Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Ein Fluch treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menschheit. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Mittelerde, Mordors Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aus... RB erneuern. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Drücke A, um fortzufahren. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du erhältst zusätzlich auch Mirian. Ja, drücke zum Beenden. Halte A gedrückt plus bewege nach vorne L, um von dem Vorsprung herabzuspringen. Einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Hui. Halte LT gedrückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte dann RT gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Tippe B, um eine Geistbetäubung auszuführen. Achtet auf seine Flanken! Du sollst für deine Taten leiden! Es ist ja hier wie in Star Wars. Haben alle? Halte zum Greifen RB gedrückt, drücke zum Verhören A. Das sagte dich nicht! Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Ein Fass voll Grog. An Dimub, den Sklaventreiber.
Dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke A, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke A, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Du hast Gimups Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel der Sklaventreiber verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Urus. Drücke A, um fortzufahren. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnungen, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. Drücke A, um fortzufahren. Ziel befindet sich hier, Hauptauftrag. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Drücke A, um fortzufahren. Drücke A, um dein Ziel zu markieren. Neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Einführung, Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen du Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung. Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung M. Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber. Rette die Menschen in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor. Erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Da haben wir ja ganz schön viel zu tun. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Ja, gucken wir einfach gleich mal zur Hauptmission. Oh, wow, da. Einführung, Achtsamkeit. Das Symbol über den Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Gelber Pfeil bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht. Roter Pfeil bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Halte RT gedrückt, um zu schleichen und den von dir verursachten Lärm zu verringern. Das habe ich ja ganz souverän gelöst eigentlich schon. Oh, der Große da ist mir echt ein... Wow. Ich habe noch nie so viel Blutvergießen gesehen wie bei dem Kampf, den wir gestern austrugen. Ich geh mal lieber von dem Typen da weg. Ich hoffe mal, der ist jetzt nicht hinter mir her. Einfach mal da runter. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Das ist unsere Chance. Haut ab, schnell. Vielen Dank, Waldläufer. Dankeschön. Halte B gedrückt, um nicht fallen zu lassen. Ich komme mir schon vor, wie hier der Superheld. Der Einsuperheld. Jetzt bin ich wohl gerade zur Nebenmission gelaufen. Oder einer Nebenmission. Fähigkeit freischalten. Was haben wir denn hier? Sammle XP, um Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten.
löse Machtkämpfe aus, um schnell an Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Drücke A, um fortzufahren. Haben wir denn hier? Hinrichtung. Drücke Y, um dann einzurichten. Okay. Freischalten, aufprallen, kommt, stolpert rückwärts oder fallen zu Boden. Angriff von oben, Ausruft, töte Wasser mit Ziele. Explodieren lassen, Schießerfahrung. Von oben herab auf Karagor aufzusehen. Okay. Ich finde das eigentlich mit dem Konter ganz praktisch. Sehr schön. Was denn noch? Myrian ist die Währung, mit der du deine Waffen verbessern, sowie deine maximale Gesundheit, Fokus und Elbengeschosse erhöhen kannst. Drücke A, um fortzufahren. Halte Myrian, indem du Sammelstücke findest und Nebenmissionen, Herausforderungen und zusätzliche Ziele erfüllst. Drücke A, um fortzufahren. Ja, haben wir noch nicht viel. Fortschritt ist natürlich, ja, erklärt sich von selbst. Dann werden wir einfach mal hier weitermachen. Wurde ich gerade entdeckt? Nein. Was war das für ein Geräusch? Sollte ich einfach mal die Nebenmission machen, wo ich gerade hier bin? Mach mal einfach mal. Dimitrilklinge. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Forme die Legende des Dolches Achan. Belohnung 150 Myrian. Halte RT gedrückt, um zu schleichen. Halte A gedrückt, um während des Schleichens zu rennen. Der Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. Okay. Er ist der grausamste aller schwarzen Hauptmänner. Ich muss jetzt innerhalb der 3 Minuten 10 Leute assassinenmäßig töten. Ich hoffe mal, das reicht so. Danke, Waldläufer. Komm jetzt. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer. Hab ich nicht vor. Ich bin wie ein Blitz. Und bam. Pinkelt er da? Tut mir leid. Die Führer planen etwas. Ich kann es förmlich riechen und wette um ein Fass Grog, dass es eine Falle für den Tag ist. Habe ich alle? Nein, einer fehlt noch. Kein Problem. Ich dachte, wir würden auf die Jagd gehen. Und auf einmal kriege ich den Befehl, noch mehr Vorräte. Auftrag abgeschlossen. 400 XP, 150 Myrian. Sweet. Einführung, Waffenverbesserung. Schließe alle Nebenmissionen, also Klingenmissionen und Nebenmissionen ab, um Myrian M zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Dolch Achan kaufen zu können. Mit Achans Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzt Schleichtötungen durchführen. Das ist ja geil. Schleicht da jemand umher? Nein. Nicht ich. Ja, geh nur. Die haben sogar Stromkabel hier. Ja, das weiß ich schon. Mit A und L und überhaupt. Ich bilde mir Dinge ein. Scheint so. Ich bin hier gerade so ein bisschen eingekesselt. Oh. Hab ich da gehabt?
und zu Papa. Na komm, na komm, na komm, na komm und... Ah, das macht schon Laune. Das macht schon Laune. So, wir haben Fähigkeiten freigeschaltet. Du besitzt genügend Myrian, um eine Verbesserung zu kaufen. Drücke RT in diesem Menü, um dir deine Attribute anzusehen. Drücke A, um fortzufahren. Ja, Attribute haben wir hier. Erhöht Gesundheitshöchstwert. Das klingt doch schon mal ganz nett eigentlich. Mehr Elfengeschosse. Mehr Fokus. Ein Ruhmplatz für mein Schwert. Schalt Ruhmplatz für den Bogen. Ruhmplatz für den Dolch. Ich finde das eigentlich mit der Gesundheit ganz praktisch schon. Ich habe nochmal aufgelevelt vorhin. Ich glaube, ich werde das mal mit dem Ausschaltungsmanöver machen. So. Dann werde ich mich mal hier ein bisschen in Sicherheit begeben. Nämlich hier. Dafür bin ich so einigermaßen in Sicherheit. Gut. Denn ich glaube, ich beende mal die Folge vorerst. In der nächsten Folge... Halt die Schnauze, in der nächsten Folge sehen wir uns dann Gimob den Sklaventreiber an. Und ich lasse euch sicher nicht ohne den Witz des Tages gehen. Chuck Norris fährt mit einem Roller zur Arbeit. Mit einem Deo-Roller. Denkt mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.